Hallo liebe Sternfreundinnen und liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Astronomie von A bis Z. In diesem Video möchte ich einmal erklären, was ein Planet ist. In unserem Sonnensystem haben wir ja verschiedene Planeten. Da gibt es den Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und um sich die Reihenfolge und Namen der Planeten zu merken, gibt es einen wunderschönen Merkspruch, der lautet: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Dabei steht jeder Anfangsbuchstabe eines Wortes für den Anfangsbuchstaben eines Planeten. Also mein, Merkur, Vater, Venus, Erde, erklärt und so weiter. Aber Moment einmal, Pluto ist ein Planet? War da nicht was vor einigen Jahren, dass man gesagt hat, Pluto ist kein Planet mehr? Gehört der Pluto eigentlich noch zu unserem Sonnensystem? Nun, das möchte ich mal klären. Planeten sind seit dem Altertum bekannt und die Bezeichnung Planet kommt aus dem Griechischen und bedeutet frei übersetzt sowas wie herumwandelnder oder herumirrender Stern. In der Tat hat man im Altertum beobachtet, dass es verschiedene Arten von Sternen gibt. Da gibt es einmal die Fixsterne, also die Sterne, die immer an der gleichen Stelle stehen und gemeinsam mit den anderen Sternen Sternbilder machen. Dann gibt es aber herumwandernde Sterne. Interessanterweise kannte man im Altertum sieben Wandelsterne, also Planeten. Und das waren Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Sonne und Mond. Ja, tatsächlich, Sonne und Mond, die zählte man damals auch zu den Wandelsternen oder herumirrenden Sterne. Weil, wenn man von der Erde an den Himmel guckt, sieht man ganz deutlich, wie auch die Sonne sich bewegt. Dabei ist jetzt nicht die gemeinsame Drehung der Sonne mit allen anderen Fixsternen und Planeten einmal über den Himmel jeden Tag, sondern dass eben die Sonne sich einmal im Jahr durch 12 bekannte Sternzeichen, dass die Sonne einmal im Jahr durch die 12 sogenannten Tierkreissternbilder wandert. Durch den Tierkreis wandert die Sonne, wie auch der Mond dadurch wandert und auch die Planeten wandern durch den Tierkreis. Nun, bei Sonne und Mond hat man nichts Besonderes beobachtet, aber bei den Planeten, ich hole sie mal hier ins Bild, wie Venus und Merkur, da hat man beobachtet, dass diese beiden Planeten relativ dicht immer um die Sonne kreisen und sich nie weit von der Sonne entfernen und mehr und mal am Abend, die Venus als Abendstern, und mal am Morgen, die Venus als Morgenstern zu sehen war. Auch der Merkur mal abends, mal morgens zu sehen war. Aber niemals ganz in der Nacht. Anders die drei übrig bleibenden Planeten Mars, Jupiter und Saturn. Und bei diesen beobachtet man, ich habe hier den Mars, hier habe ich den Saturn. Und hier blende ich euch mal den Jupiter ein. So, versuche ich das mal zu machen. Das passt nicht ganz. Also Jupiter, Saturn, da haben wir hier noch den Mars dazu. Bei diesen Planeten hat man etwas Besonderes beobachtet. Nämlich, dass diese Planeten
von Zeit zu Zeit, meistens einmal im Jahr, eine Schleifenbahn vollführt haben. Heißt, vor dem Sternbild Hintergrund oder Sternenhimmel Hintergrund hat man gesehen, wie die Planeten tatsächlich einmal so in diese Richtung wandern, dann immer langsamer werden, stehen bleiben, zurückwandern, eine mehr oder weniger große Schleife machen, wieder langsamer werden, stehen bleiben und dann wieder in die richtige Richtung wandern. Das nennt man die Schleifenbahn der Planeten. Und daher kommt auch die Bezeichnung der Planeten, nämlich als herumirrende Sterne. Nun, diese Bewegung, diese Schleifenbahn der Planeten, also von ja, auch Merkur und Venus machen eine ähnliche Schleifenbahn, die fällt nicht ganz so auf, aber eben Mars, Jupiter und Saturn, wobei beim Saturn die Schleifenbahn am geringsten ist. Man hatte sich im Altertum nicht erklären können, wie diese Schleifenbahn zustande kommt. Man nahm ja an, dass die Erde im Zentrum des Universums oder des Weltalls steht und alles andere um die Erde sich herumdreht. Die beobachtete Schleifenbahn führte natürlich dazu, dass man sich das nicht richtig erklären konnte und ein sehr kompliziertes Modell hatte, in dem die Planeten auf Kreisen um die Erde sich bewegten, aber auf diesen Kreisen noch kleinere Kreise vollführte, um eben diese Schleifenbahn sich erklären zu können. Nun, mit dieser Vorstellung hat oder haben in 15., 16. Jahrhundert verschiedene Astronomen aufgeräumt. Das war der erste Nikolaus Kopernikus, der die Erde aus dem Zentrum des Universums rausrückte und die Sonne reinrückte. Kepler und Galilei führten diese Gedanken fort und Kepler formulierte dann seine drei bekannten Keplerschen Gesetze und Galilei führte das Ganze mit Beobachtungen, die er zum Beispiel am Planeten Saturn getätigt hat oder indem er eben auch die anderen Planeten gemacht hat. Und Kepler hat zusammen mit Tycho Brahe, wobei Tycho Brahe der Beobachter war, er hat die Marsbahn sehr genau vermessen und aus diesen Daten konnte Johannes Kepler dann seine Keplerschen Gesetze formulieren. Nun, Johannes Kepler erkannte, dass natürlich auch die Erde ein Planet ist, wie bereits Kopernikus das natürlich formulierte, und Planeten dann in Zukunft die Sonne umkreisen. Also Planeten sind dann solche Objekte, die die Sonne umkreisen und das auf Ellipsenbahn. Denn das hat Kepler herausgefunden, dass die Planeten die Sonne nicht auf Kreisbahnen umrunden, sondern auf Ellipsenbahnen. Man hat dann im Weiteren noch weitere Planeten in unserem Sonnensystem entdeckt. Zunächst einmal den Uranus. Und dann den Neptun. Und als letztes, den habe ich jetzt hier nicht im Bild, beziehungsweise nicht als letztes dann hier die Doppelplaneten Pluto und Charon, die man 1930 entdeckt hatte. Nun, wir wissen heute natürlich deutlich mehr über die Planeten und können auch genauer sagen, was eigentlich ein Planet ist. Wir wissen zum einen, dass es zwei Arten von Planeten gibt. Einmal die Gasriesen, hier der Jupiter, der einen Durchmesser von über 150.000 Kilometern hat. Und dann dagegen die sehr viel deutlich kleinere Erde als der größte Planet der terrestrischen Planeten mit einem Durchmesser von gut 13.000 Kilometern. Jupiter Gasriese, Erde ein Gesteinsplanet oder terrestrischer Planet.
Wir wissen natürlich heute auch, dass es vier Gasriesen gibt: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und wir kennen vier terrestrische Planeten oder vier erdliche Planeten: die Erde, Venus, Merkur und der Mars. Und wie ihr seht, der Pluto taucht hier gar nicht mehr auf. Warum? Nun, man hat in den vergangenen Jahrzehnten hinter dem Neptun weitere Objekte entdeckt, von deren Existenz man schon vermutete, im sogenannten Kuipergürtel, einen Bereich, in dem sich auch der Pluto bewegt, mit seinem größeren Begleiter Charon. Und da war man natürlich jetzt in der Bredouille zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns noch mal überlegen, was ist eigentlich ein Planet? Denn bis dahin war so diese Definition, okay, ein Planet ist ein größerer Himmelskörper, der die Sonne umrundet. So, Pluto 1930, der größere Himmelskörper hinter dem Neptun, den man da entdeckt hat. Des Weiteren war da nichts bekannt. Dann gab es noch kleine Trümmer zwischen Mars und Jupiter, die sogenannten Asteroiden oder Kleinplaneten. Und der größte unter diesen kleinen Planeten ist Ceres mit einem Durchmesser von gut 900 Kilometern. Und dann hat man in den letzten Jahrzehnten hinter dem Neptun eben weitere, ja, ich sag mal, Kleinplaneten entdeckt oder kleinere Trümmer entdeckt und hat sich überlegt, okay, was machen wir denn mit denen? Denn man hat auch herausgefunden, dass verschiedene genauso groß wie der Pluto oder sogar größer als der Pluto war. Und das Besondere am Pluto ist, dass er kleiner als der Erdmond ist. Also schon sehr, sehr merkwürdig und auch eine merkwürdige Bahn hat. Denn seine Bahn führt ihn, wenn er der Sonne sehr nahe kommt, innerhalb der Neptunbahn. Das heißt, Pluto ist dann näher, steht näher als der Sonne dran als der Neptun. Und die Plutobahn ist auch, da haben wir schon mal, ist sehr elliptisch. Und die Neigung der Plutobahn, die sogenannte Inklination, ist sehr viel stärker ausgeprägt als die von die Inklination der anderen Planeten. Also das ist schon alles sehr, sehr merkwürdig. Und wie gesagt, man hat dort Körper entdeckt, die größer sind als der Pluto, sodass man eigentlich hätte sagen müssen, okay, wir kennen hier weitere Planeten. Also auch Ceres wäre zu einem Planeten geworden. Dann die anderen, die man entdeckt hat. Und so hätte es natürlich passieren können, dass man heute noch sehr viel mehr Planeten kennt als nur diese neun oder acht Planeten, sodass man sich eine neue Definition von Planeten entdeckt hat und sich da 2006 bei der Internationalen Astronomischen Union eben auf eine neue Definition des Planetenbegriffs geeinigt hat, dass der nicht nur in unserem Sonnensystem gilt, sondern auch in anderen Planetensystemen. So. Demnach ist ein Planet ein Himmelskörper, der die Sonne auf einer nahezu kreisförmigen Bahn umrundet. Das kann man für die Planeten, die wir so kennen, wirklich sagen. Also auch die Erde umkreist die Sonne auf einer nahezu kreisförmigen Bahn mit geringer Abweichung. Auch an die anderen Planeten machen das nahezu. Das nächste ist dann, dass ein Planet ein Himmelskörper ist, der rund ist, der also eine runde Form hat. Aufgrund seiner Masse und seiner Massenanziehung ist er eben rund. Das unterscheidet ihn dann schon mal von den kleinen Gesteinsbrocken zwischen Mars und Jupiter oder auch die, die den Jupiter umkreisen oder die auch zum großen Teil hinter dem Neptun sind. Und das Dritte ist, dass ein Planet seine Umlaufbahn, der um die Sonne kreist, aufgeräumt hat, sodass da nichts mehr Größeres ist.
Natürlich noch die kleinen Mondchen, der Mond zum Beispiel, der unsere Erde umkreist, oder die vielen, vielen Jupitermonde, die den Jupiter umkreisen, das gleiche auch bei den Saturn und so weiter. Für den Pluto gilt das eben alles nicht. Denn der Pluto hat eine sehr stark elliptische Bahn. Das heißt, er kommt der Sonne sehr nah und ist man sehr weit von der Sonne entfernt. Ja, er ist natürlich auch noch rund, beziehungsweise hat eine Kugelgestalt. Aber er hatte eben seine Umlaufbahn auch nicht aufgeräumt. Da befinden sich in diesem Bereich, wo er die Sonne umkreist, in seiner Bahn, dem sogenannten Kuipergürtel, eben noch bis zu 100.000 oder noch mehr Himmelskörper, die mit dem Pluto gemeinsam die Sonne umkreisen. Und aus diesem Grunde kennen wir seit 2006 nicht mehr 9 Planeten, sondern nur noch 8 Planeten. Und diese 8 Planeten sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und der neue Spruch, den es dann gibt, der heißt: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Ja, der Pluto ist also rausgefallen, er ist jetzt kein Planet mehr, so ein Zwergplanet, gehört aber immer noch zu unserem Sonnensystem. Das heißt, er hat das Sonnensystem nicht verlassen, sondern er ist immer noch Bestandteil unseres Sonnensystems. Er zählt eben nicht mehr als Planet, sondern als Zwergplanet. Also fassen wir nochmal zusammen. Ein Planet nach der Definition von 2006 ist ein Himmelskörper, der aufgrund seiner Masse, seiner Massenanziehung eine Kugelgestalt hat. Er ist ein Himmelskörper, der die Sonne auf einer nahezu kreisförmigen Bahn umrundet. Und als drittes, er hat seine Umlaufbahn, die um die Sonne kreist, aufgeräumt. Das macht also einen Planeten zu einem Planeten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Themen aus dem Bereich Astronomie, Raumfahrt oder sonstiges habt, dann bitte schreibt die in meine Kommentare. Ich werde mich bemühen, diese Fragen zu beantworten oder auch dann aus diesen Fragen ein neues Video zu machen. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Bleibt gesund. Ich wünsche euch viele klare Nächte. Bleibt neugierig. Bis zum nächsten Video. Euer Oliver Debus.